Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu God of War. Wir werden uns heute mal ein bisschen versuchen, zu diesen Feuerschalen dazu zu kommen. So, hier müsste der, genau, hoch. Genau. Dann müsste ich hier jetzt rüber leiden können. So, dann noch einmal den da oben. Und dann müssten wir hier rüber sliden können. Genau. Perfekto. Zack. Yep. Yep. Tada. Tada. Vorsicht. Dachte ich mir doch. Es ist vorbei. So. Zack. 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 So. Und entzünde die nächste. Gunnar. Gunnar. So. Ich will mal wissen, was passiert, wenn alle 8 nämlich brennen. Ne? So. Zack. Mal ab nach unten. Dieser Drache, der da ist, ne, das, den haben wir ja schon mal gesehen. Ich bin mir nur mal nicht sicher, ob der Drache wirklich tot ist oder ob der nicht eventuell später irgendwie, was weiß ich, befreit werden soll oder so. So, dann fehlt dann nur noch eine einzige Feuerschale und die ist da oben auf dem Turm geradeaus zu. Oh. Mimir, erzählst du die Geschichte weiter? Mit Vergnügen. Ist das ein Drache? Oh, wir sprachen von Sköll und Pott. Und du hattest eine Frage zu Ragnar, oder? Ja. Warum schickt er die Wölfe trotz der Prophezeiung los? Genau das ist die Frage. Es geht immer um Kontrolle. Die Wölfe bestimmen, wann Ragnar beginnt. Neuer Schreiner-Eintrag. Sköll und Hati. Wolfsriesen. Sköll jagt die Sonne und Hati den Mond. Was passiert, wenn sie ihre Beute fangen? Sieht nach einer großen Schlacht aus. Odin, Thor, die Weltenstange. Könnte es sein? Ragnarök. Odin kennt die Prophezeiung und schickt sie trotzdem, weil er, wie Mimir sagt, immer alles unter Kontrolle haben will. Bis dahin sind sie die beiden Bringer von Tag und Nacht, die Sonne und Mond in Berührung. Und jetzt kontrolliert er die Wölfe. Ein Kampf nach seinem Zeitplan ist ein Kampf, den er viel eher gewinnt. Mal gucken, wo ich hier überhaupt hochkomme. Kann ich hier eigentlich an Land? Nee, ne? Das ist natürlich eine doofe Sache. Das ist natürlich dementsprechend, ich weiß. Klar, hier ist Tor und so. Hier ist Tor und so. Aber ich glaube, hier komme ich nirgendwo hoch. Hoch im Sinne von zum Tor hoch. Mal schauen,
wo ich denn hier zum Tor komme. Na, sieht er noch nicht, weiß. So. Weil hier, wo ich hier bin, da fehlt. Da fehlt ja der Aufzug. Der ist ja hochgefahren. Sieht man ja. So, und hier ist nun so eine Anliegemöglichkeit. Also muss ich dafür sorgen, dass ich irgendwo anlegen kann. Wo komme ich am dünnsten jetzt zu dem Türmchen? Ich kann noch mal gucken, ob hier hinten irgendwie ein Weg nach da hinten führt, aber glaube ich eher weniger. Ich habe eine Frage. Wenn Ymir der erste Riese war, wo kam er dann her? Am Anfang gab es Inungagap, die große Leere. Es gab noch keine Welten, nur die urzeitlichen Kräfte. Es gab Feuer und es gab Eis. Und in der Leere trafen sie aufeinander und hervorging. Wir machen später weiter. Oh, guck mal da. Na komm. Dass ich das immer so wieder mache, ne? Das ist uncool. So, also irgendwo müsste doch eine Möglichkeit sein, da zu diesem einen Tor zu kommen. Das gibt's doch nicht. Merkwürdig. Muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, oder nicht? Also gut, wir waren mitten in einer Geschichte. Was Ymir angeht, das urzeitliche Feuer und Eis trafen in der großen Leere aufeinander und erzeugten Wasser. Wasser? Mehr als Wasser. Das mystische Lebensblut von etwas völlig Neuem. Aus diesem Wasser entstand Ymir und wurde zu einem Wesen reinster Schöpfung und reinstem Chaos. Mutter und Vater all dessen, was danach kam. Sogar der Asen? Ja, jeder Gott, jeder Mensch und jedes Tier entsprang Ymirs Leib. Doch es waren die Asen, die sich für so überlegen hielten, dass sie die Herrschaft über den Rest der Schöpfung beanspruchten. Odin lehnte sich gewaltsam gegen seinen Schöpfer auf und vergoss Ymirs Lebensblut mit seinem Speer. Ein notwendiges Übel, sagte er, um Ordnung in die Welten zu bringen. Aus Ymirs zerrissenem Leid schuf Odin Midgard, um eine Welt für sich allein zu haben. Wer da oben ist. Er als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Nie. Lüsterner Tyrann! Ymir? Ah, tut mir leid. Ich will mal kurz was. Machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich will mal kurz was wissen. Mal die Brücke dreht sich ja zu dem jeweiligen Tor. Wobei, ich meine mal klar, er dreht sich zu dem Tor hin. Aber ist ja trotzdem nicht das... Irgendwie ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Wisst ihr was? Ich mach mal kurz einen Cut und schau mal, wie ich da oben zu diesem Tor komme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also... Bis gleich. So,
da bin ich auch schon wieder und ich habe mir das auch angeguckt und ich weiß jetzt auch, wie ich vorgehen muss. Ich habe total an der falschen Stelle gesucht. Ich hätte gar nicht da gucken müssen, ne? Also gar nicht da direkt beim Turm, sondern ich muss hier beim Wachturm muss ich mich an Dingsen anliegen, sag ich jetzt mal ganz doof. Hier beim Wachturm. Wachturm. Sieht man ja hier, Wachturm. Hier fehlt auch noch noch eine Sache anscheinend. So. Nebenbei. Nein. So. Hier sind Stacheln. Ziemlich schwach. Ja, Wahnsinn. Und hier haben wir nämlich auch noch mal eine Truhe. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt hier machen wir es. Ja, hier, okay. Machen wir erstmal die Truhe hier. Zack. Flop. So. Symbol des Herzens. Oh. Und jetzt. Zack. Ganz einfach. Und dann habe ich, glaube ich, auch hier schon den Wachturm fertig, ne? Nee, doch noch nicht. Okay, also irgendwas scheint hier doch noch zu sein. Ein Wachturm. So, dann klettern wir mal nach oben. Da ja jetzt die Stachel hier sind, aber ich höre etwas, das könnte eventuell schon wieder ein komischer Vogel sein. Es könnte schon wieder so ein komischer Vogel sein, nebenbei. Hep, tada. Ja, natürlich ist es da. Da oben ist wieder so ein komischer Vogel. Müssen wir aber erstmal gucken, dass wir da überhaupt hochkommen. Ne? Mal allgemein hochkommen. Zack. So. Zack. Und das war nämlich der Rabe, den wir hätten erledigen müssen. Das war der Rabe. So, hier ist noch so ein. Konzentrieren, Junge! Stimmt, hier waren wir nämlich. Das weiß ich. Hier waren wir nämlich. Die runenverzierte Ding haben wir nämlich. Und hier
kamen wir nämlich nicht weiter, weil die Kette noch nicht runtergelassen wurde und wir deswegen auch nicht hier rüber konnten. So. Seilbahn! Yeah. Zack. Irgendwo noch mehr? Nee, gut. So, hier haben wir auf jeden Fall gleich noch einen netten Schrein, den wir mal schnell öffnen. Junge, noch eins. Dies hier ist Thrym, ein Frostriesenkönig. Korrekt, und zwar ein sehr listiger. Ist das Mjölnir? Hat er Thors Hammer gestohlen? Ja, eine Zeit lang. Viele von ihnen werden von Thor getötet. Na sowas. Na sowas. Wieso? Der nächste Schrein, 8 von 11. Ist doch schon mal ein bisschen was wert. Hallöchen, eine Schatzkartensache oder was? Diese Schatzkarte wäre gelöscht. Ah, unbeschädigtes Erz. Und Auge der Wut erhöht Zuwachsrate von Rage um 10%. Ja, nett. Knie nieder vor Thor. Ah, deswegen am Fuße des Gottes der Götter. Thor, der Gott der Götter. So. Ich dachte, das wäre Odin. Aber okay. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal noch eine Truhe. Nehmen wir gleich mal mit. Zack. Und da haben wir Symbol der Bestimmung. Okay. Ich könnte in das Tor, durch das Tor durch. Okay. Ja. Da ist Ach komm schon, dir geht's doch gut. Ihr zwei seid so schlecht. Ernsthaft. So, erstmal natürlich hier. Und nun zünd es an. Die letzte. Kara, seh doch nur. Vielleicht können wir jetzt eine Walküre. Walkürenfluch reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Walküren um 5%. Licht der Welt. Wir haben alle 8 hier. Sag schon. Alle 8 Tore die Fackeln angemacht. Finde ich cool. Jetzt haben wir das schon mal erledigt. So. Was fehlt uns denn hier bei Seder 9 noch? 2 Tore, 2 Wissensmarkierungen,
eine Weltenrissbegegnung und etwas, was wir noch gar nicht entdeckt haben. Naja, werden wir noch rausfinden. Allerdings nicht heute, denn die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei The God of War. Und mit mir, eurem Lovers. Peace out.